Gut, dann beginnen wir mit unserem Workshop, wenn langsam Ruhe einkehrt. Genau. Ich stelle mich schon mal vor. Also ich habe jetzt hier Money, 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 Schluss mit Jammern noch als Untertitel gewählt, weil ich es irgendwann selber nicht mehr hören konnte, von mir selber auch. Wie gesagt, ich habe ein Tanzstudio. Das war natürlich in den letzten anderthalb Jahren nicht wirklich einträglich, kein leichtes Geschäft, aber eine sehr gute Erziehungsmaßnahme Richtung meinen eigenen Wert bestimmen. Genau, also gejammert wird jetzt nicht mehr. Das ist unser Thema. Inzwischen habe ich auch noch das Coaching obendrauf gesattelt, sodass ich jetzt zum einen den Bewegungsraum führe, wo ich halt sehr viel Tanzvermittlung mache mit Kindern und Jugendlichen und auch Projekte, aber auch Yoga und Pilates und auch ein integrales, körperorientiertes Coaching jetzt noch mit in mein Business, sozusagen ein zweites Business aufziehe gerade. Genau. Mhm. Ach, das ist jetzt das kleine Video. Jetzt ist sie gerade drüben, aber die Dorothee, die hat einen wunderbaren Film gemacht. Und dieser Film, der lief vorhin in der Pause, vielleicht hat es jemand von euch auch gesehen, ist ein halbstündiger Film über verschiedene Künstlerinnen und den Wert von Kunst. Auch ein kleiner Link zu Maximiliana, das ging nämlich auch darum, dass Kunst systemrelevant ist. Genau, und hier ist sozusagen der kleine Beitrag, den sie über mich da gemacht hat und den können wir jetzt mal abspielen. Mikro hast du? Das Mikro? Mhm. Ich glaube, Kunst ist wirklich eine Suche dessen, was in einem ist, nach außen zu bringen und dadurch auch in einen Dialog mit der Welt und mit den anderen zu gehen. Und ich glaube, dass dieser künstlerische Prozess des Selbstausdrucks und der Kreativität die Persönlichkeit stärkt und Räume schafft, in denen wir anderen begegnen können. Ja, genau, so ein ganz kleiner Einblick in die Arbeit vom Bewegungsraum. Ja, und nochmal einen großen Dank auch an dieses tolle Projekt. Guckt euch den unbedingt mal an, den gibt es auf YouTube auch zu schauen. Ein Film von Zwischenwesen, das ist Dorothees ja, Filmverlag und sie ist auch Kinderbuchautorin und auch mit im Team der Organisation. Also es lohnt sich sehr, sich den mal genauer anzuschauen. Genau, 30 Künstler sind da. Ups. Genau, dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Dieses Bild kennt ihr vielleicht, der arme Poet von Karl Spitzweg. Und wir hatten es heute schon mehrfach gehört, zum Beispiel im ersten Beitrag heute, ne? Kunst ist brotlos, werd bloß nicht Künstler. Ja? Und dieses bisschen dieses Image, ein Künstler muss eigentlich ein bisschen an Armut leiden, damit er wirklich kreativ sein kann. Genau. Und jetzt wollte ich erstmal eine Aussage machen. Niemand wird dir jemals zahlen, was du wert bist. Niemals zahlt dir jemals, was du wert bist. Man wird dir nur bezahlen, was die anderen denken, was du wert bist. Und du kontrollierst dieses Denken. Ja, nun wäre es schön, wenn wir das mittels Telepathie machen könnten, wie hier unten. Ja, vielleicht geht es ein kleines bisschen auch mit Telepathie, aber auf jeden Fall geht es mit dieser Gleichung ganz gut. Die kommt von Casey Brown, amerikanische Spezialistin für Firmenberatung im Bereich Pricing, also wie man seine Preise gestaltet. Und sie sagt halt, es braucht eine klare Definition deines Wertes und dann die klare Kommunikation deines Wertes. Und das führt dann zu einem angemessenen, fairen Einkommen. Wer von euch ist Künstler? Wer hat einen kleinen Künstler in sich? Okay, da will ich eigentlich alle Hände sehen. Ne? Genau. Das ist auch übertragbar auf jedes andere. Ja? Und ob du jetzt selbstständig bist oder angestellt, das ist auch das Gleiche. Auch da geht es ja darum, wie kann ich
sozusagen den Wert meiner Arbeit, meines Schaffens irgendwie auch im Portemonnaie wiederfinden. Ne? Nicht so einfach. Ein wichtiger Punkt, und da wir hier in einer Frauenkonferenz sind, finde ich es unheimlich wichtig, dass wir das uns mal anschauen. Es gibt ja einen Gender Pay Gap, das bedeutet also, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer für die gleiche Arbeit pro Stunde. Also da geht es jetzt nicht darum, dass manche Frauen halt nicht arbeiten. So, noch ist es nicht. Doch, es ist wieder an. Wunderbar, danke schön. Genau, also das Statistische Bundesamt sagt aus, dass die Frauen in Deutschland 18% weniger pro Stunde verdienen als die Männer. Da gibt es eine interessante, ein Gefälle von Ost nach West. Die Frauen im Osten verdienen also nur 6% weniger und die Frauen im Westen 20% weniger. Also das ist auch noch, finde ich, ein interessantes Überbleibsel. Also wir haben ja vorhin viel Negatives über die DDR gehört. Ich bin auch noch 18 Jahre lang in der DDR geformt und geprägt. Genau, also was wir aber ein bisschen mehr hatten vielleicht, ist dieses arbeitende Selbstbewusstsein der Frauen. Das spiegelt sich da auch noch wieder. Und dann ist es aber auch nach den Branchen sehr, sehr unterschiedlich. Und das fand ich sehr interessant, wusste ich vorher nicht. Der Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung sind mit 31% Unterschied im Einkommen pro Stunde der größte, also der Bereich, wo es die größten Unterschiede gibt. Danach auch freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen mit 27% und im Gesundheit- und Sozialwesen mit 24%. Also doch sehr, sehr signifikante Unterschiede. Hier sieht man ein Drittel, ne? Im künstlerischen Bereich, ein Drittel weniger vom Kuchen für die Frauen. Ja, woran liegt das? Frauen fühlen sich doch noch öfter, denke ich, unwohl, den Wert ihrer Arbeit auch auszudrücken. Und da gibt es so Gedanken, Eigenlob stinkt, ach, Marketing mag ich nicht, mein Werk soll für sich sprechen, also die Kunst, die Kunst soll sozusagen für sich das erreichen, dass die Leute dafür Geld bezahlen oder dass man unterstützt wird. Ich will mich nicht selbst anpreisen oder wer mich wirklich sucht, der wird mich schon finden. Das sind so, denke ich, sehr verankerte und weit verbreitete Glaubenssätze, die wir da so finden können. Und ich denke, das ist schon auch ein Gender-Thema, ne? Also dieser Selbstzweifel. Also ich habe das jedenfalls schon oft erlebt, dass ich denke, ich bin super qualifiziert in dem und dem und dem. Und dann kommt jemand, der macht irgendwie so seine kleine Fortbildung und plötzlich dicke, fette Visitenkarte und zieht da durch. Und lange Zeit habe ich damit ein bisschen gehadert. Aber eigentlich muss man damit nicht auch, muss man ja nicht den Finger da drauf zeigen, sondern einfach sagen, ja, ich mach's einfach. So wie mit Maximilianer, die macht es eben einfach. Ne? Und muss man sich nicht hinsetzen und sagen, könnte doch jetzt mal endlich jemand kommen, mich unterstützen. Ja, diese Unterstützung braucht man macht das auch nie alleine, ne? Aber ich muss erst mal losgehen und mir meines Wertes bewusst sein. Und da sind wir auch ziemlich nah dran an dem Thema von nebenan, beim Marketing, und zwar im Sinne von ethischem Marketing, also nicht so die Verkaufsgespräche, die einen so irgendwas aufschwatzen wollen und einen eigentlich dazu bringen wollen, irgendwas zu tun, was man eigentlich gar nicht will, sondern habe ich so ein Bild mal euch mitgebracht von einem ganz, ganz leckeren Sandwich. Und jetzt stell dir vor, du hast das in der Tasche und es kommt jemand, der unheimlich hungrig ist, vorbei. Und du sagst dem nichts davon. Wer ist dann eigentlich, was ist dann eigentlich das ethisch Richtige? Ne? Also auf jeden Fall wäre es sinnvoll, das zu sagen und das wirklich auszusprechen. Was heißt das für uns? Also wenn du ein Künstler bist, dann
heißt das halt, dass du deine Einzigartigkeit, deine Fähigkeiten, dein Werk auch kommunizieren musst, zeigen musst. Oder auch in jedem anderen Geschäft, dass du sagst, wo liegen deine Stärken, und das mit einem guten Gefühl. Auch nicht narzisstisch in sich selbst verliebt, sondern wirklich einfach authentisch. Dafür brauchen wir natürlich erstmal ein paar Fragen für uns, müssen wir uns stellen und dürfen wir erstmal klären. Die Key Value Questions, Schlüsselfragen, um Preise zu machen, auch von der Casey Brown. Und da würde ich euch jetzt mal bitten, mal 5 Minuten aufzuschreiben, was seht ihr für euch? Und jetzt ganz egal, wo ihr tätig seid oder ob ihr noch tätig seid, also wirklich, was ist euer besonderer Wert, euer einzigartiger Mix an Fähigkeiten? Und wenn du das jetzt irgendwie natürlich für Geld machen möchtest, ja, welche Bedürfnisse haben denn meine Kunden, die ich decken kann? Weil das, ich glaube, der Schritt wird manchmal vergessen, ja? Denn wenn du von jemandem Geld haben willst, was deckst du denn für ein Bedürfnis? Oder welches Problem löst du? Welchen Mehrwert schaffst du? Und was machst du, was jemand anders nicht macht oder so? Dann schau mal, schreib mal auf, wie würdest du diese Fragen für deine Tätigkeit, was du jetzt zurzeit machst oder gerne machen möchtest, beantworten? Ruhig mal Zettel und Stift in die Hand nehmen und sich mal, vielleicht 4 Minuten reichen auch, mal kurz damit beschäftigen. Und halt dich nicht zurück, du darfst das richtig gut, ja. Standing tall hieß es vorhin, ja. Du darfst das ruhig mit viel Selbstbewusstsein, Selbstwert sagen. Und wenn du den noch nicht so wirklich spürst, dann probier es mal aus. Ja, also wenn dir zu irgendeiner nichts einfällt, aber so ungefähr das mal als Gerüst nehmen, diese Fragen für sich zu beantworten. Im Prinzip so ähnliche Fragen werdet ihr auch immer hören, wenn ihr ein Coaching zum Thema Marketing macht oder zum Thema, wer ist dein Avatar, also dein Traumkunde, ne? Von wem kannst du denn Geld verdienen, ne? Dann sind das die Fragen, mit denen du dich befassen musst auch. Ja, über manche Fragen kann man sich vielleicht auch später nochmal Gedanken machen, wenn einem nicht gleich was einfällt. Genau, dann machen wir mal weiter. Ja, oben steht nochmal was sehr Wichtiges: Eigenlob stinkt nicht. Also Eigenlob im Sinne von einfach dir dessen bewusst sein, was du einzigartig machst, was die Bedeutung, ob es jetzt deine Kunst oder deine Arbeit ist, dass du das einfach klar kommunizieren kannst. Und ich glaube, uns Mädels ist ja eher so ein bisschen anerzogen, damit ein bisschen
zaghafter zu sein. Ne? Und jetzt üben wir das mal in Dreiergruppen. Sprich 3 Minuten über deine Kunst, dein Business, deine Arbeit, so als würdest du an den hohen Wert glauben. An deinen hohen Wert glauben. Ne? Das würdest habe ich nur reingemacht, damit es dir möglich ist, selbst wenn du das jetzt noch nicht spürst, mal wirklich so hineinzuschlüpfen. Ich glaube da wirklich an meinen ganz hohen Wert. So, und jetzt darfst du mal in dieser Dreiergruppe von deiner Arbeit und von dir selbst schwärmen. Nicht bescheiden, nicht höflich, sondern frei, ne? Davon erzählen, welchen Wert dein Tun hat. Und ob das jetzt von, es kann auch eine Beschäftigung, die du vielleicht nicht als Hauptjob machst oder so, guck einfach, für was brennst du, von was kannst du jetzt erzählen, wo du wirklich sagst, wow, da habe ich echt was drauf. Und das haben wir alle, finden wir alle. Vielleicht müssen wir ein bisschen suchen manchmal. Genau. Und die anderen, ne, wir machen das jetzt also 3 Minuten pro Person, die anderen jubeln und zeigen ihre Begeisterung, ja, möglichst, wenn du denkst, wow, das ist, ne, also zeigen wir das auch. Kann ein Nicken sein, kann mal ein Geräusch sein. Wenn du total begeistert bist, kannst du einen Jubelschrei machen, wie du möchtest. Genau, lass mal alle Hemmungen los und teile deine Vorzüge und Fähigkeiten mit den anderen. Okay. 3 Minuten pro Runde. Los geht es. Ich gebe euch immer ein kleines Signal. Dabei lernt ihr euch gleich ein bisschen kennen. Es geht ja, glaube ich, sogar auf. So, dann macht ihr, wenn es 2 sind, ich kann auch noch dazu kommen, wenn ihr wollt. Ja, ihr dreht euch einfach um, ihr müsst ja auch, könnt ja euren Abstand halten. Ne? Das ist ein bisschen sehr weit, deswegen geh ruhig, meinetwegen, wenn du mit den beiden Frauen hier vorne machen, das wäre doch jetzt, glaube ich, sinnvoll, wenn du hier vor, guck mal, dann kannst du mit den beiden, guck mal, wenn du hier dich vorne hinsetzt, die Reihe davor und dich rumdrehst, genau. Super. So, dann fangt mal an. Zeit läuft schon.
So, ich meine Ohren. Na? Da. Das. Okay, so langsam bringen wir es zum Abschluss. Oh, oh. So. Also ich bin ganz sicher, dass wir hier ganz viele Schätze zu heben hätten und ich hoffe, dass es euch gelungen ist, das wirklich so darzustellen, ne, wie es nun mal sei, wie ihr seid, reich, ne, und es auf jeden Fall wert, euch damit zu zeigen. Genau. So, wenn wir jetzt nochmal auf die Kunst gehen, ich fand dieses Plakat ganz hübsch. Wenn man sich das mal anguckt, ne, Sie möchten einen Musiker buchen, was denken Sie, wofür Sie bezahlen? Jemanden, der Musik macht? Wofür Sie wirklich bezahlen? Jemand, der Musik macht, plus Equipment und Instrumente, Stunden der Vorbereitung, Lager- und Probenräume, Anfahrts- und Transportkosten, Auf- und Abbau der Technik, Marketing und Promotion, Versicherungen, Abgaben und Steuern, die Arbeitszeit im Büro und dann muss natürlich auch noch Geld fürs Leben übrig bleiben. Also die Frage unten, denken Sie immer noch, dass freie Getränke und die Erfahrung eine gerechte Bezahlung sind? Also solche Dinge haben Musiker bestimmt relativ oft erlebt, dass sie so für wenig oder, ja, also wenn man denkt, eine Band mit 5 Leuten, auch wenn man denen 400 Euro anbietet, ja, und die müssen anreisen und Soundcheck und weiß ich nicht, dann ist das ein Stundenlohn, da braucht man eigentlich nicht mehr drüber zu reden. Natürlich ist es auch immer Angebot und Nachfrage, aber vielleicht ist jetzt gesellschaftlich auch ein guter Zeitpunkt, einfach zu sehen, ja, wenn wir Kunst haben wollen in unserem Land und wenn der Wert von Kunst einfach einem wichtig ist, dann braucht es jetzt auch ein persönliches Engagement oder die Bereitschaft, zumindest einen gewissen Preis, Eintrittspreise zu zahlen, Kurspreise zu zahlen oder eben Gagen. Wir haben jetzt nicht ganz so viele Künstler hier dabei. Ich wollte vielleicht, das ist auch ein interessanter Punkt, sich einfach mal Gedanken zu machen, was ist es denn bei mir alles? Also ich habe jahrelang, also 15 Jahre bin ich selbstständig mit meinem Bewegungsraum. Und ich habe am Anfang einfach nur Tanz unterrichten wollen. Ja? Und ich habe mir eigentlich nie Gedanken gemacht. Und eigentlich, muss ich sagen, wahrscheinlich bis vor 3-4 Jahren nicht wirklich Gedanken gemacht wie eine Unternehmerin darüber. Ich habe es einfach gemacht, weil ich wollte es gern machen. Und lange Zeit, also mein Mann am Anfang hat gesagt, wann beginnt denn jetzt der Punkt, wo du damit Geld verdienst, weil ich habe dann immer noch eine Ausbildung, die kostete irgendwie nochmal 2 Jahre Berufsbekleiden, nochmal, weiß ich nicht, 4.000 Euro und da nochmal und dort nochmal. Und das Geld ging immer hier rein und da raus. Ja, und ich finde halt wirklich die Chance von Corona, also so hart, wie mich das getroffen hat, also ich habe 25.000 Euro in den letzten 1,5 Jahren aus der Reserve durchgespult, die ist alle, ne? Also da könnte ich jetzt ins Jammern verfallen. Es ist auch wichtig, dass, glaube ich, das immer noch mal gesagt wird, dass es auch noch nicht zu Ende ist. Also alle, die solche Dinge tun, alle, die mit der Veranstaltungsbranche zu tun haben, das sind einfach viele Projekte alarmt. Ne? Das ist nicht, jetzt ist wieder auf und jetzt läuft alles wieder wie früher. Das ist halt nicht so schnell gemacht. Aber man könnte jetzt ins Jammern verfallen oder man kann sagen, okay, ich muss vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachdenken, wie ich das mache. Und die Zeit hatte man vielleicht auch ein bisschen während der Corona-Zeit. Was kann ich anders machen? Und das hat zumindest schon dazu geführt, dass ich anders in Preisgespräche reingehe. Also ich mache jetzt zum Beispiel ein Tanzprojekt in einem Kindergarten
Und da habe ich gesagt, also 80% die Stunde und nochmal die Hälfte der Zeit als Vorbereitung, das heißt, ich kriege jetzt 120 Euro die Stunde. Was ich auch, was ich durchaus angemessen finde, weil ich fahre dahin, ne, und da steckt also viel mehr Zeit drin, als die 2 Stunden, die ich dann dort bin vielleicht. Aber ich kann auch keine 8 Stunden hintereinander sowas machen. Also was heißt in IT? Irgendjemand, der so Werbung macht, zum Beispiel meine Webseiten, IT-Leute, die kriegen 80 Euro die Stunde. Die können aber 8 bis 10 Stunden am Tag mal arbeiten. Das kann ich aber nicht als Tänzer. Ne? Das muss halt auch gesehen werden. Genau. What the new? Okay. Ja, interessant finde ich auch, sich mal damit zu beschäftigen. Ich habe es jetzt mal hier so draufgeschrieben, falls es jemand interessiert. Das würde jetzt im Einzelnen zu weit gehen. Aber es gibt einen Haufen Informationen zu solchen Dingen wie Mindestgage, Mindesthonorar, Honoraruntergrenze. Ganz interessant fand ich jetzt zum Beispiel die beiden hier unten. Honoraruntergrenze für Künstler, also so wie Schauspieler, Tänzer etc. ist 2.490 Euro. Habe ich wahrscheinlich vor Corona sehr selten erreicht. Genau. Und da gibt es verschiedene Dinge, also für bildende Künstler wie auch für darstellende Künstler gibt es Seiten, wo man vielleicht auch mal sich selber erstmal ein bisschen einordnen kann, was ist denn jetzt die Empfehlung? Und es kommt natürlich jetzt auch darauf an, mache ich das in meiner Freizeit und will mal ein bisschen, weiß ich nicht, was machen? Oder will ich davon leben? Ne? Und wie, sicherlich hat das auch ein bisschen was mit Exzellenz zu tun. Also klar, ich finde jetzt zum Beispiel auch manchmal interessant, dass Studenten schon mit horrenden Honorarvorstellungen kommen, die gerade so anfangen. Ja, ich meine, ja, da haben wir aber schon ein bisschen was gelernt zum einen, aber natürlich ist es eine Balance zwischen dem, was ich kann, ja, und zwischen dem, was ich dafür ein Stück weit auch fordere oder mir ganz klar diesen Wert kommuniziere. Und ich glaube, je klarer eben dieser Wert kommuniziert werden kann, ja, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir solche Dinge auch begegnen, dass ich das dann mal schaffe. Genau, jetzt machen wir, es ist ja ein Workshop, ne? Oder lass es uns mal Playshop nennen, wir wollen das nicht so ernst machen. Und ich möchte mit euch jetzt durch so ein paar Übungen durchgehen, immer in eurer Dreiergruppe, wo wir uns genauer anschauen, was uns vielleicht im Weg steht oder wie es vielleicht auch anders sein kann. Ich wollte jetzt wieder einen kleinen Moment uns erstmal Zeit nehmen, dass wir aufschreiben die Gründe, warum irgendwas nicht geht, was wir eigentlich gern machen würden. Also wie, was weiß ich, vielleicht schreibst du und möchtest gerne damit irgendwo mal vielleicht doch was veröffentlichen. Was erzählst du dir selber? Was hast du dir bis heute erzählt, was dich davon abgehalten hat? Also nimm dir mal 5 Minuten knapp Zeit und schreibe alle Argumente und Gründe auf, die du dir bis jetzt erzählt hast, warum es dir nicht möglich ist, in Reichtum und Fülle zu leben. Oder wer schon ein bisschen in Sicherheit und ausreichend Fülle lebt, aber eigentlich sein Herzensprojekt nicht umsetzen kann. Das kann ja auch sein. Ja? Warum kann ich nicht an meine Herzensdinge ran? Dann ja, schreibt mal kurz auf, welche Glaubenssätze, welche Gedanken darüber existieren, warum das nicht funktioniert. Und macht's ruhig schriftlich, weil dann geht das nachher schneller, wenn wir in die Gruppen gehen.
Genau. Und jetzt gehen wir in unseren Gruppen nochmal. Jeder hat 3 Minuten. Sind das wirklich berechtigte Gründe oder Ausreden? Und zwar geht mal mit dem Fokus dran, warum sind diese Aussagen Ausreden? Und jetzt ist es so, dass der eine seine vorträgt und die anderen mutmaßen. Es ist ja nicht wirklich, dass wir jetzt wissen, was da jetzt an Fünkchen Wahrheit drinsteckt. Wir mutmaßen, warum das Ausreden sind. Ja, also wenn du jetzt hast, ich bin zu dumm dafür oder keine Ahnung oder meine Kunst ist es nicht wert, weil das will sowieso keiner sehen. Ja, warum? Die können auch Fragen stellen. Ne? Die können fragen, warum denkst du das? Und dann können sie das versuchen zu entkräften, warum das Ausreden sind. Okay, und da habe ich uns ein bisschen luftig die Zeit gegeben, damit wir vielleicht da, vielleicht kommt da kleine Diskussion noch auf. Schauen wir mal. Also, los geht's. Warum sind diese angeführten Gründe eigentlich Ausreden? Ihr könnt jetzt eigentlich gleich in euren Gruppen bleiben, also das geht jetzt weiter in den Dreiergruppen.
So, dann kommt langsam wieder zum Ende. Das Gute ist, ihr könnt gleich weiterreden, ja? Nur die Frage wird ein bisschen anders. Wenn ihr dann noch was ergänzen wollt, dann könnt ihr immer noch ein bisschen weitermachen. Ja, ich sehe aber, das war auf jeden Fall eine Frage, die euch schon wesentlich mehr in Verbindung gebracht hat. Es geht in ganz ähnlicher Manier weiter. Und zwar, habe ich jetzt eigentlich, war da noch was? Nee, gut. Erstmal drittens, ne? Stell dir vor, du bist die geniale Schöpferin deines Lebens, sind wir ja alle, wir sind ja schöpfende Wesen. Und wir haben die Situation, in der wir jetzt sind, erschaffen und bestritten. Und jetzt stell dir vor, jemand anders möchte genau an dem Punkt landen, wo du jetzt landest. Gerade mit den, sag ich mal, mit dem Mangel, den du in deinem Leben hast. Mangel an Selbstverwirklichung oder Mangel an Geld, das kannst du jetzt eigentlich auch noch für dich nehmen, wie du möchtest. Also Reichtum kann auch innerer Reichtum sein. Okay, jetzt willst du ein Rezept schreiben für eine Person, die genau dort landen soll, wo du jetzt bist. Ja? Große Schulden gemacht, keine Ahnung, oder zu wenig kreativen Spielraum in deinem Leben, auf deiner Arbeit, sonst was. Das kannst du jetzt dein persönliches Problem dafür auch auswählen. Welche Umstände waren genau dafür nötig? Wie hast du darüber gedacht? Welche Gefühle hast du gefühlt? Welche Handlung hast du dafür ausführen müssen? Welchen Vorteil hast du dadurch für dich kreiert? Zum Beispiel, weiß nicht, sicherer Job, aber wenig kreative Selbstverwirklichung. Ja, da habe ich ja dann auch eine Entscheidung getroffen, wenn ich dort lande. Auch wenn es komisch klingt, oft wagen wir verschiedene Dinge nicht, weil wir Angst haben, sichtbar zu werden oder zu scheitern. Dadurch erschaffst du dir den Vorteil, es lieber sein zu lassen. Ja? Also die sichere Wahl sozusagen. Also wieder erstmal in Einzelarbeit. Ich fühle mich ein bisschen wie Lehrerin wieder. Ich habe ja mal Lehramt studiert, ne? Lehramt Sport, Englisch, Spanisch habe ich mal studiert vor Urzeiten. Genau, so fühle ich mich jetzt wieder ein bisschen. Ja, Gruppenarbeit, ja, also jeder Gruppenarbeit geht eine Einzelarbeit voran. Das habe ich mal in der Didaktik erlernt. Genau, aber das macht wirklich Sinn, weil wenn du dir Zeit nimmst, selber zu denken, hast du nachher was im Austausch beizutragen. Ne? Also jetzt schreib ein Rezept für eine andere Person, damit sie in deinen Schuhen landen kann. Mit einem Fokus auf was du in deinem Leben eigentlich noch nicht so toll findest. Ne? So Mangel, finanziellen zum Beispiel. Genau, schreib mal auf ein paar Punkte. Wie bist du dort gelandet? Was hast du für Überzeugung, für Glaubenssätze, für Handlung, für Interpretation, Verhalten anderer? Genau, wie bist du da gelandet? Manche können es gar nicht abwarten, miteinander wieder ins Gespräch zu kommen. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt dann gerne zum Sprechen miteinander übergehen, könnt ihr das machen. Und dann ist aber jeder jetzt wieder ganz klar dran und schildert für 3 Minuten, wie bin ich da gelandet, wie bin ich jetzt in meinen Schuhen gelandet, dass die Situation aufgetreten ist. Okay, jeder 3 Minuten.
ich hoffe, ihr seid halbwegs durch mit euren Rezepten. So, jetzt kommt natürlich der Punkt, wieder alleine dir mal Gedanken zu machen, wo du eigentlich hin willst. Ja, also wenn da jetzt, wir sind ja vom Mangel her ausgegangen, ne, Gründe, warum das Ausreden sind, wie ich bis jetzt als Schöpferin mein Leben erschaffen habe, dass es genauso war. Und wenn ich jetzt mir bewusst mache, was möchte ich eigentlich gern anders haben, was ist eigentlich mein Ziel, wo möchte ich hin, dann leitet davon jetzt ab, was will ich ab heute denken, wie willst du dich ab, wie wirst du ab heute fühlen und wie wirst du ab heute handeln, ja, in Bezug auf das, was du verändern möchtest. Nimm dir mal einen Moment Zeit und schreib wieder ein paar Punkte auf. Was soll sich denn da ändern? Wo willst du hin? Also für mein Business, ne? Nimm dir ruhig einen kleinen Moment erstmal für dich selber zum Denken, weil wenn du schon zuhörst, wirst du wahrscheinlich dich nicht wirklich vertiefen in dein eigenes. Genau. Ich habe meins. Ich habe doch vorhin, ja. Manche haben ja gar nicht aufgehört, miteinander zu reden. Könnt ihr gleich nochmal in den Austausch gehen und euch ja vorschwärmen, was ihr ab heute anders denken, fühlen und wo ihr anders handeln wollt. Ja. Genau. Jeder 3 Minuten nochmal eine Runde.
Was? Du kannst nicht mehr? Ich hoffe, das bezog sich nicht auf den kleinen Workshop. Jetzt machen wir eine kleine Zukunftsparty, die machen wir aber im Plenum, also nicht mehr in den Gruppen. Das heißt, jeder kann jetzt mal noch mal kurz in sich gehen und sich vorstellen, wie ist mein Leben in entweder 3 oder 5 Jahren, kannst du entscheiden. Und du sprichst darüber, nicht wie ich möchte und ich werde und es wäre schön und hätte ich gerne, sondern du sprichst aus dieser Position der Zukunft. Also dein zukünftiges Selbst stellt jetzt dar, was ist passiert, was ist in den letzten 3 oder 5 Jahren passiert, wie hat sich alles zum Guten gewendet und wodurch hast du das gemacht. Ja? Also schlüpf ruhig richtig rein in diese Rolle, du bist jetzt erfolgreiche Künstlerin, erfolgreiche Unternehmerin oder weiß ich nicht, im Ruhestand und hast plötzlich eine ganz künstlerische Ader entdeckt oder ein Buch geschrieben oder was es auch immer sei, wonach es dich, wo es dich hinzieht. Ja? Und wer möchte, darf das dann gerne mit uns teilen. Ne? Genau, nehmt euch nochmal so einen kleinen Moment, ja, wo will ich sein in 3 Jahren oder in 5 Jahren, wo will ich leben, wie will ich leben, mit wem will ich leben, wie ist meine finanzielle Situation, darum geht es ja hier auch und wie habe ich das gemacht. Genau. Genau. Ja, ich kann ja mal anfangen. Also, ich sag mal in 3 Jahren. Da habe ich meinen Bewegungsraum auf so tolle Teambeine gestellt, dass es mich nicht immer braucht. Ich bin da schon vor Ort immer noch im Einsatz für meine Lieblingsprojekte, aber das läuft. Auch mal ohne mich, also mich so im Hintergrund. Ne? Dadurch kann ich mich mal wieder richtig rausnehmen. Ich kann mal wieder ein halbes Jahr, ne? Also ich bin jetzt ist es ja schon wieder 2 Jahre her, da war ich ein ganzes Jahr noch mal in der Welt unterwegs. Und habe verschiedene Projekte gemacht, manche mit Tanz und habe mir einfach nochmal so ein bisschen den Wind um die Nase wehen lassen. Wind of Change, genau. Ja, da habe ich, glaube ich, auch meinen neuen Partner getroffen, der wirklich auch sehr gut kompatibel ist. Das ist eine sehr eigenständige Person, die aber auch ganz viel Nähe und Verbundenheit leben kann. Und ich bin da ganz zufrieden jetzt. Hat sich das wunderbar gestaltet. Außerdem ist meine Coaching-Laufbahn mit echtem Erfolg angelaufen. Ich habe jetzt Einzelcoachings online und offline. Offline ermöglicht mir eben auch das Arbeiten ortsunabhängig. Und ich kann vielen Menschen eine Unterstützung sein, dass sie zu ihrem, ja, ihre Vision finden und ihr Leben nochmal auf ein neues Level heben. Ja. Genau, das Tanzen spielt weiterhin eine große Rolle in meinem Leben. Und ich mache hier und da Tanzprojekte und es ist inzwischen auch so, dass ich da so anerkannt bin, dass ich da überhaupt nicht mehr um Honorare irgendwie feilschen muss. Das kann ich mir aussuchen, wie es für mich gut passt. Ja, und alles in allem, ach so, ich habe ganz vergessen, ich habe natürlich auch ein wunderschönes Haus, mit ein kleines Haus, mit einer Terrasse und einem Blick ins Grüne. Also das ist auch, da freue ich mich jeden Tag und wenn ich da draußen sitze, dann denke ich, das hat sich alles echt gelohnt. Genau. So, und jetzt dürft ihr natürlich alle mal jubeln für meinen Erfolg. So, und jetzt bin ich ja sehr gespannt. Ich kann es auch machen. Wer würde denn mal seine Erfolgsgeschichte der letzten Jahre mit uns teilen? In 3 Jahren, los. Mehr Zeit habe ich auch nicht. Kannst du auch in einem Jahr machen, wenn du möchtest. Bisschen dichter? Ja. Ich wohne in einem wunderschönen Haus in der Schweiz am Vierwaldstätter See. Mhm. Ich habe einen wunderschönen Blick auf den See und kann das unheimlich genießen. Diesen Weg habe ich eigentlich machen können oder den Traum konnte ich mir erfüllen, als ich vor 3 Jahren eine fantastische Idee hatte und einen Beitrag leisten konnte für Menschen, die diese Sache, die sich wünsche, erfüllen wollten. Und ich habe richtig gut meine, sage ich jetzt mal, mit Hilfe von guten Coaches, die ich aber noch nicht habe, aber gehabt habe damals, den Weg gefunden habe, für mich einen wertvollen Beitrag und einen messbaren Beitrag zu geben.
das hat mich dazu geführt, dass ich meine Wünsche und meine Träume alle erfüllen konnte. So, ich glaube, das war nicht an, oder? Nee, ich habe Lars hier noch gesprochen, oder? Ist an? Okay. Wer möchte denn nochmal von seiner Erfolgsgeschichte erzählen? Oh, also wir hatten es ja gerade, ne, die gewisse Schüchternheit und Zurückhaltung der Frauen. Ne? Jetzt mal hier, jetzt kann man doch nicht auf uns sitzen lassen. Marion wird noch erfolgreicher. Also, wo soll ich mich denn hinwenden für die Kamera? Zu dir. Aber nee, das geht ja nicht, ich will doch euch erzählen. Also, in etwa 5 Jahren, sagen wir mal, habe ich eine riesengroße Anhängerschaft, die mich als Politikerin unterstützt. Die gibt mir monatliche Spenden. Unternehmen geben mir maximale Größen von Spenden, weil sie wollen, dass ich ihre Interessen vertrete. Es gibt ja eine Obergrenze für Spenden in Deutschland. Die geben sie mir dann halt als Dauerabo pro Jahr. Habe ich ganz viele, sodass ich eine wirklich super Öffentlichkeitsarbeit machen kann. Und ich bin so bekannt, ich bin die bekannteste Politikerin in Deutschland inzwischen. Ich werde auch in der ganzen Welt besprochen, also in allen möglichen Südamerika, Afrika und so weiter, weil ich ja so besonders bin. Und das kommt eben, weil ich nicht nur Geld für mich eingesammelt habe bei ganz vielen Quellen, sondern eben auch für mich als Person ganz viel Geld ausgegeben habe mit diesem Geld, damit man mich kennenlernt, damit man mich kennt und weiß, was ich will. Und ich will ja Glück und Gesundheit, das, was ich ja in meinem Unternehmen schon seit 30 Jahren produziert habe, jetzt auch für Deutschland und die Welt schaffen. Und das wollen ja alle Menschen haben und deshalb bin ich ja auch so bekannt geworden. Und das andere ist, ich muss ja auch für meine arme, barmende Partei was tun. Parteien haben es ja immer schwer. Auch das habe ich geschafft. Ich habe Systeme geschaffen, wie meine Partei zum einen immer noch basisdemokratisch ist und nicht korrupt und zum zweiten eben auch ihr Geld hat, was sie braucht, damit sie mich auch mittragen kann. Okay. Einfach machen. Gut. Ist das jetzt an? Ja, genau. Okay, also wo bin ich in 5 Jahren? Also zuallererst habe ich meinen jetzigen Freund geheiratet. Also ich hoffe zumindest, nein, ich habe einen Antrag von ihm bekommen mit ganz vielen Rosen, roten Rosen irgendwo am Berg. Ja. Genau. Das ist zumindest das Erste. Dann habe ich den Roman geschrieben und den habe ich auch veröffentlicht. Der hat dann ganz viele super Rezensionen bekommen und da komme ich hoffentlich noch, nein, da bin ich dann schon auf ein paar anderen Kongressen gewesen und konnte ganz tolle Reden halten, weil das ja auch so ein gesellschaftlich wichtiges Thema ist, wo sich in den nächsten Jahren noch einiges tun muss. Und dann habe ich auch ein Jahr lang eine Weltreise gemacht und habe mal ein bisschen was von der Welt gesehen. Wir haben ein schönes Haus in Garmisch gefunden, auch wenn jeder sagt, dass man da nichts findet. Und da ist nämlich chronischer Wohnraummangel, aber wir haben eins gefunden mit einem schönen Garten und da habe ich mir dann noch eine eigene Schwimmbahn reinbauen lassen, weil ich ja unbedingt jeden Tag gerne schwimmen möchte. Ja. Ihr habt alle so toll erzählt, also werde ich auch mal einen vom Leder reißen hier. Also bei mir dauert das tatsächlich noch länger, aber meine Vision ist so in 8, 9 Jahren, dass wir, also ich und meine Familie, in Österreich wohnen, in einem wunderschönen Haus mit ganz toller Aussicht und wir eine kleine Pension gefunden haben, wo ich so eine kleine Kureinrichtung draus mache, wo ich jungen Müttern helfe, ihren Alltag zu bewältigen und zu sich zu finden, um gesund zu bleiben. Und eben für ihre Kinder da zu sein, mit so kleinen
Therapieräumen in verschiedene Richtungen. Also ich habe jetzt viele Impulse hier gekriegt, dann möchte ich gerne mit den Ölen arbeiten und eventuell auch so Wassertherapie und je nachdem. Da ist meine Vision noch nicht ganz so ausgereift, aber in die Richtung möchte ich auf jeden Fall gehen. So, ich will euch noch mal einen kurzen Hintergrund geben. Ne? Wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt diese Zukunftsparty gehalten habe, also wirklich mal in diese Rolle reingegangen bin, das Gehirn macht keinen Unterschied, ob das wahr ist oder ob ich es mir vorgestellt habe. Je expliziter ich da reingehe, umso mehr hat das Gehirn das wie eine Erinnerung abgespeichert. Ja? Und es hilft mir einfach auf meinem Weg, genau die Gelegenheiten zu sehen, genau die Menschen zu treffen. Das ist jetzt nicht Zauberei, wünsch dir was, Zettel unter den Stein ans Universum, aber die Klarheit, wo will ich hin, wie will ich das haben und mal hineinzuschlüpfen in diese Rolle, wie fühlt sich das an, wie bin ich denn da hingekommen? So Informationen von meinem zukünftigen Selbst sozusagen zu haben, das hilft mir ungemein. Ne? Hintergrund, NLP, Timeline und sonst was im Coaching als Technik. Aber wirklich auch, es hat sich hier auch wieder ein bisschen gezeigt, ne? Wir Mädels, wir sind noch ein bisschen so, ach na ja, muss ich das jetzt wirklich laut sagen? Und so eine Erfolgsfantasie zu haben, ein bisschen großspürige Erfolgsfantasie, ja? Das ist okay. Und dann zu schauen, was kann ich jeden einzelnen Tag Kleines dafür tun? Es muss kein großer Schritt sein. Ne? Das Buch schreibt sich, ja, schreib mal jeden Tag eine Seite. Dann hast du ein ganz schönes dickes Buch nach einem Jahr. Ja? Oder was auch immer es sei, ja? Schreib am Tag, du willst einen neuen Partner, dann mach jeden Tag eine Kleinigkeit dafür. Ein bisschen Sport, um fit zu sein. Na, oder in Gelegenheiten gehen, mal alleine auf Reisen gehen, die Augen aufhaben beim Bäcker. Ne? Also so, ja, also egal was es ist, wenn ich mir die Brille aufsetze, den Filter aufsetze, wo ich nach den Gelegenheiten scanne, wo mir Tore offen stehen, um meine Träume zu erfüllen, dann finde ich die auch. Wenn ich aber im Mangel stecken bleibe und Gründe suche und Ausreden finde, dann wird sich das wahrscheinlich dann auch erledigt haben. Und dann bleibe ich eher in diesem Jammern hängen. Also ich möchte euch ganz viel Mut zu machen, wirklich zu träumen, das auch mal laut zu sagen. Ja? Vielen Dank für die, die jetzt so mutig waren. Und wolltest du noch? Wolltest du deine? Nee, gut. Dann würde ich sagen, für uns alle, die du willst noch was sagen. Okay, Marion. Ich wollte gerne sagen, dass das total viel Spaß gemacht hat, sich das vorzustellen. Und ich wäre da nie drauf gekommen, ohne diese Übungen, dass es ja wirklich am Geld liegt in dem Falle, ne, dass man das überhaupt alles hinkriegt. Und danke dafür, wollte ich dir sagen. Gerne, genau. Also dann euch allen, ja, uns allen einen Beifall und wirklich traut euch zu träumen, uns laut zu sagen, euren Wert, für euren Wert einzustehen. Ne? Und gerade das hat nichts mit Höflichkeit zu tun, ja? Das ist so, nee, lieber nicht. Ja, das ist noch so, ich hatte einen Tanzworkshop und ich dachte, ich bin ja schon so eine moderne Frau und so und selbstverwirklicht und so. Ich habe auch 3 Kinder und so. Aber dann haben wir einen Workshop gemacht über Gender und Tanz, die Geschlechterrollen. Und ich dachte auch, erstmal, weiß ich nicht, brauche ich das? Und dann ist aber wirklich mit einer kleinen Bewegung, weißt du, ist es, na, wer ist es? Ja, oder? Ja, du weißt, was gemeint ist. Also auch nicht, wenn wir das alle machen. Die Stereotypen haben wir alle noch im Kopf und im Körper. Und dann versuchen wir einen kleinen Schritt da mal auszubrechen. Und jetzt einfach mal zu sagen, ich wünsche es mir so. Und guckt mal, was es mit eurem Leben macht. Ja? Sich erst mal trauen auszusprechen. Scheitern kann man immer noch. Ich sage immer Happy Failure. Ja? Glückliches Scheitern. Und wir hatten es, ne? Wie viele Ablehnungen. Ja? Die Listen mit Ablehnungen. Und die Listen mit geht nicht, gibt's und das geht alles nicht oder zu wenig Geld oder ja, diese ganzen Dinge. Ja? Man kann das sammeln, aber lasst euch nicht entmutigen. Vorwärts. Und vor allen Dingen ne, Standing Tall, da haben wir wieder den Loop zum Morgen heute. Wir stellen uns alle richtig gut auf unsere Füße und wissen über unseren Wert und dann
stemmen wir wesentlich mehr. Wir alle, mich eingeschlossen, wir können noch so viel mehr aus uns und aus unserem Leben rausholen. Ja, das Richtung Glück und Richtung Selbstverwirklichung und die Menschen und die Situationen anziehen, die uns gut tun. In Verbundenheit. Dann vielen Dank.